Ja, servus Freunde. Ich habe heute mal ein kleines Unboxing vorbereitet. Und zwar kam ich vorher nach Hause und da habe ich ein schönes Paket empfangen. Und zwar ist das vom Klaus, also vom BAMAF. Ich war wirklich sehr geschockt und auch wirklich happy, wo ich das gesehen habe, weil es kam einfach unerwartet, weil der Klaus hat das, glaube ich, erst vor 2, 3 Tagen abgesandt. War halt einfach richtig glücklich, dass ich das Paket habe. Und ich dachte halt, dass es vielleicht irgendwie erst nächste, übernächste Woche kommt oder so, aber es war wirklich echt schnell da innerhalb von 2, 3 Werkstagen. Das finde ich echt super Versand. Ja, und jetzt kommen wir mal zum Wichtigen, was hier denn so drin ist. Und zwar können sich einige sicher schon vorstellen, die das Giveaway vom Klaus verfolgt haben. Und zwar geht es hier um ein Messer. Das ist sehr besonders. Und zwar hat er das Messer selber gemacht und ja. Ja, und zwar habe ich jetzt zum ersten Mal die Ehre, ein Messer anzuboxen, das jemand selbst gemacht hat. Und es wird ein sehr besonderes Messer werden. Beziehungsweise ist es. Ja, gehen wir mal jetzt zum Paket. Ganz vorsichtig, dass man hier nichts kaputt macht. Ja, hier die erste Seite schon mal geschafft. Natürlich ist halt Adresse und so abgeklebt, weil das muss nicht öffentlich werden. Ah. Ja, jetzt hier noch hier diesen. Haben Fehler gemacht. Habe ich, glaube ich, falsch aufgepackt? Nee. Keine Ahnung. Mal gucken. Mensch, ist das Kienspan? Kann man das sehen? Mensch, Klaus, ist das Kienspan, oder? Obwohl es riecht einfach nach Sägespäne. Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier nicht allzu viel schmutzig mache, aber das ist jetzt hier nicht die Hoffnung. Das ist hier so eine Art Versteckspiel. Hier irgendwo muss das Messer drin sein, oder? Ich glaube, ich habe es falsch rum aufgemacht. Ah, nee. Keine Ahnung. Lecker. Erstmal was Süßes. Brause, ich meine. Ja, nehme ich gerne an. Danke. Das ist ja wie eine kleine Schnitzeljagd jetzt. Aber finde ich ja schon mal gut, dass er hier so eine Naturpolsterung, sage ich mal, reingemacht hat und kein Plastik. Kann man auf jeden Fall verfeuern, das ganze Zeugs hier. Sieht man das? Ja. Und boah, hier sehe ich die Scheide und auch das Messer. Ja. Boah, geilo. Also richtig geil. Zieht euch mal das rein, was der Klaus hier vorbereitet hat. Ey, das Messer. Kann man das einigermaßen erkennen? Ey, das Messer, das ist top. Nice. Jetzt erstmal hier das Messer rauslegen und da gucke ich mal, was da noch so drin ist. Ah, da ist noch mal was Süßes, glaube ich. Nice. Danke, Klaus. Also der versorgt mich hier mit Riegeln und Brause und sonst was. Finde ich echt super. Was ist das oder ist hier nochmal was drin? Das geht eigentlich, da Klaus die ganze Geschichte hier gut abgedichtet hat, abgeklebt hat, versaue ich eigentlich so gut wie gar nichts. Hier ist ein Zettel drin. Ich schaue jetzt erstmal, ob das irgendwas Persönliches ist. Lies mal vor. Ja, Glück auf Demekan. Hiermit beste Grüße in den Schwarzwald und natürlich den Gewinn dieses schönes Messer. Dieses schöne Messer. Ja, ich bin auch schon lange, kann auch schon lange nicht mehr lesen. Ich hoffe, es gefällt dir und du hast viel Freude damit. Beste Grüße, Klaus. Ja, danke, Klaus. Super, bin echt super froh drum und stolz drum, jetzt heutzutage mal so ein geiles Teil in der Hand zu halten zu dürfen. Das hat er echt super gemacht. Also, das sind ja auch zwei. Quasi zwei andere Abteile hier und ich mache das Messer jetzt mal auf. Oh, ich kann gar nichts. Oh Mann. Oh, es hängt echt super drinnen und. Nice. Boah. Leute, zieht euch das rein. Ey, auf den Bildern, ich weiß nicht, aber. Ich glaube, ist auch ein bisschen eingeölt, also nicht schlecht. Auf den Bildern, ich weiß nicht, aber auf den Bildern kam das immer so rüber, als ob die Klinge so richtig dünn war, dünn wäre.
Habe ich hier gerade irgendwie ein Lineal oder sowas zur Verfügung. Aber das, ja, ich weiß nicht, kann man wahrscheinlich eher schlecht erkennen, aber das sind, ich schau mal kurz nach, gute 1, 2, 3, 4, 5, okay, ja, gute 3, vielleicht auch ein bisschen mehr, so knapp 3, 3,5 Millimeter Klingenstärke. Weil auf den Bildern oder im Video kam es halt ein bisschen dünn rüber, aber ja, mit dem kann man auch vielleicht kleinere Sachen betonen. Es hat halt auch, also es hat halt einen Steckangelgriff, was halt, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass das Messer instabil ist, weil ich habe auch festgestellt, es war bei mir früher selber auch so und das ist, glaube ich, auch bei einigen, ich sage jetzt mal, Bushcraftern und Messerfreunden und so eine Einstellung, dass man halt gleich einen Steckangel in Verbindung mit, ah ja, dieses, das ist doch unsicher und kann schnell brechen und alles in Verbindung bringt, aber das ist es gar nicht. Weil Steckangelmesser sind zum Beispiel in Russland und in kälteren Regionen, wie zum Beispiel auch Skandinavien, eigentlich kommen die sehr häufig vor und sind da echt Gold wert, weil eben im Winter auch zum Beispiel dieser, ich sag jetzt mal, ja, Fulltank-Griff, der hier auch rausschaut, das ganze kalte Metall dann mir nur die Hand einfriert, wenn ich keine Handschuhe an habe. Und man arbeitet ja gelegentlich ohne Handschuhe mit dem Messer und daher kommt es eigentlich nur gelegen und. Oh, danke, Klaus. Also, das Messer ist echt. Ey, Mann. Also, das ist echt top. Das. Ja, ich weiß nicht. Es hat irgendwas Optisches. Ich kann das so mit dem Scandi-Schliff und alles. Hat was von einem typischen Scandi-Messer. Ich habe auch schon überlegt, ob es nicht schöner wäre, dass wenn man alles hier mit dieser Holzstruktur hier durchziehen würde. Aber dann wäre es auch ein bisschen zu eintönig. Also, es passt eigentlich optimal, dass hier noch dieser. Ja, Cut drin ist und alles. Und. Es hebt auch jetzt mal kurz ganz kurzfristigen Schneidetest. Also Leute, rattenscharf ist, glaube ich, aktuell mein schärfstes Messer. Ja, obwohl mein Victorinox ist auch ähnlich scharf, aber das hier ist auch echt jetzt mal nochmal eine Klasse besser. Also der Klaus hat echt feinste Arbeit geleistet, zieht euch das mal rein. Also ich wende kaum einen Druck auf, ich schiebe quasi nur das Papier weg. Alter Schwede, Mensch. Da kann man Federsticks, also so scharf ist es, da kann man Federsticks mit dem Messer machen. Also das sehe ich auch jetzt zum ersten Mal oder zum ersten Mal habe ich so ein scharfes Messer in der Hand. Sogar hier quer gegen die Fasern. Ah Mensch, Leute. Das Messer ist einfach geil. Einfach ein richtig geiles Messer. So, ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das Messer ist halt einfach geil. Hier mit so einem. Ja, so eine Platine, so eine Art Messing-Einsatz ist es, glaube ich, oder irgendwie eine Legierung oder sowas. Auf jeden Fall macht das nochmal optisch was sehr schön. Also, finde es auch sehr gut, dass es optisch so gemacht wurde. Ein Ding ist nicht drauf gemacht worden, aber der Klingenrücken ist auch schon so eigentlich rau genug, so sage ich jetzt mal. Also, er ist jetzt nicht scharf. Ja, es geht, also ist es nicht scharf oder so, aber ein Jamping bräuchte man hier auch nicht und ich finde Jimpings auch optisch jetzt nicht immer das Beste. Ey, aber das ist echt. Nee, zieht euch das erstmal echt mal rein. Das ist scharf wie sonst was. Das kann man wahrscheinlich auch in der Küche wahrscheinlich gut anwenden. Ja, obwohl das ist eher so ein Outdoor-Messer, aber. Ja, und generell hat echt diese lange Klinge, die minus das hier, so circa 12,5 cm effektive Schneide und das ist schon wirklich top. Also das ist wirklich nicht schlecht und ey, das Messer, das ist einfach geil. Ich werde hier auch echt feinste Qualität und ich weiß nicht, ich habe jetzt natürlich auch ein bisschen Kontakt mit dem Klaus aufgebaut und ich, also das ist, glaube ich, sein erstes Messer, wo er selber gemacht hat und dachte ich halt auch schon so geil, dass ich sein erstes Messer kriege, aber das ist so gut gemacht und auch qualitativ und alles, also das könnte auch sein, dass ich das jetzt aus dem Laden gekauft hätte für irgendwie 130 €, was so ein Messer kosten würde. Also halt ja aus so einem Outdoor-Shop oder sowas für einen hohen Preis, aber nee. Das ist Handarbeit vom lieben Klaus. Das ist schon geil gemacht, also. Boah, und die Scheide auch vor allem. Auch selbst gemacht. Und Kydex. Okay, Lederscheiden selber machen, da würde ich vielleicht auch noch dranbleiben. Also das könnte ich vielleicht auch schaffen, aber. Wirklich Kydex und dann alles so fein abgearbeitet, sogar hier mit einem
Loch für Wasser ablaufen und alles und hier die Ösen und ja, ist halt einfach gut gemacht, also da kann man nichts sagen. Also das ist halt einfach geil gemacht und nice. Ja, und dann würde ich sagen, gibt es noch einen kleinen Test des Messers in der Praxis, also jetzt nicht nur Papierschneiden, sondern mal ein richtiger Test. Und ja, dann sieht man sich gleich wieder. Thank you.